Guten Morgen, heute die Medienkonferenz in Hochdeutsch, damit sie auch von allen verstanden wird, die bei uns im Land leben. Ich möchte Sie herzlich begrüßen heute und möchte betonen, dass die Lage außerordentlich ernst ist. Wir befinden uns in einer außerordentlichen Lage in diesem Land, wie wir sie meines Wissens noch nie erlebt haben. Es ist jetzt sehr wichtig, dass wir gemeinsam diese Probleme anpacken und lösen. Die Lage ist ernst, aber sie ist nicht hoffnungslos. Wir können etwas tun gegen diese Pandemie. Ich möchte Ihnen kurz die Zahlen vorstellen, die aktuellsten Zahlen, die auch die Regierung bewogen haben, weitere Schritte einzuleiten. Wir sehen in Italien einen praktisch ungebremsten Anstieg der Erkrankten, obwohl Italien schon seit einigen Tagen sehr strikte Maßnahmen verfügt hat. Wir erwarten natürlich, dass sich dieses Wachstum abflacht, aber wir sehen es noch nicht. Es gibt eine Verzögerung zwischen dem Ergreifen von Maßnahmen und ihrer Wirkung. Und diese Verzögerung ist mindestens 7 Tage, wenn nicht sogar etwas länger. Wir sehen im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten, Schweiz und Österreich, haben sich die Zahlen in Italien am Anfang etwas stärker entwickelt. Das heißt, wir sehen einen leichten Hoffnungsschimmer in Österreich, aber das ist noch zu wenig, um sagen zu können, dass die Maßnahmen schon sehr gut wirken. Wir sind aber überzeugt, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden in der Schweiz und in Österreich, natürlich auch in Liechtenstein, ihre Wirkung zeigen werden. Aber es ist eben eine schwere Zeit des Abwartens, bis wir sehen, dass diese Wirkung dann letztlich eintritt. In der logarithmischen Darstellung sehen wir hier einen Mehrländervergleich und wir sehen, dass sich das Wachstum leicht abgeflacht hat, aber es ist noch zu wenig, viel zu wenig, um sagen zu können, wir könnten Entwarnung ausrufen. Unser Ziel ist es, die Ausbreitung dieses Virus zu verlangsamen. Das ist uns wichtig. Es ist nicht mehr möglich, dieses Virus einzudämmen oder seine Ausbreitung zu verhindern. Wir können nur noch seine Ausbreitung verlangsamen. Wir machen dazu Kampagnen und haben Plakatwände beklebt. Wir haben Postwurfsendungen gemacht, es gibt Inserate. Und wir sehen, dass die Leute das gut aufnehmen, aber es gibt viele Medienabstinente, die bekommen das nicht mit und es gibt immer noch viel zu viele Sorglose, die das eben nicht befolgen. Und ich möchte nochmals betonen, es ist, wenn man über 65 ist oder einer Risikogruppe angehört, einfach gefährlich. Es ist gefährlich, wenn Sie sich in die Öffentlichkeit begeben und so tun, wie wenn nichts gewesen wäre. Die Regierung hat ein Versammlungsverbot beschlossen gestern. Und das heißt, dass sich maximal 5 Personen versammeln dürfen und der Abstand zwischen den Personen auch 2 Meter betragen soll. Das ist wichtig, dass Sie sich jetzt an diese Regeln halten, weil nur so können wir die Ausbreitung, die schnelle Ausbreitung dieses Virus eindämmen. Ich möchte nochmals alle darauf fokussieren, dass wir nicht schutzlos dieser Gefahr ausgeliefert sind. Wir können etwas tun. Aber wir müssen es tun. Es ist jetzt wichtig, dass sich alle daran halten, die Sozialkontakte auf das absolut nötige Minimum zu reduzieren und dort, wo Sozialkontakte stattfinden, diese so zu gestalten, dass eine Übertragung des Virus praktisch verunmöglicht wird. Dazu braucht es ein Verantwortungsbewusstsein eines jeden Einzelnen. Es braucht Disziplin für die Umsetzung dieser Maßnahmen und es braucht gesunden Menschenverstand, um nicht zu übertreiben. Wir müssen diese Maßnahmen umsetzen, wir müssen sie mit gesundem Menschenverstand so umsetzen, dass eine Übertragung dieses Virus von einer Person auf die andere nicht möglich ist. Neue Studien zeigen, dass es in der Bevölkerung sehr viele Leute gibt, höchstwahrscheinlich, die dieses Virus in sich tragen, es weitergeben können, aber nichts davon spüren. Und so muss sich jeder Einzelne so verhalten, wie wenn er dieses Virus in sich tragen würde und niemanden anstecken möchte.
Vielen Dank. So, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und ich übergebe gerne der Innenministerin. Liebe Einwohnerinnen und Einwohner Liechtensteins, die Ausführungen des Gesundheitsministers Herrn Mauro Pedrazzini zeigen deutlich, wie ernst die Lage ist. Ich wende mich deshalb heute als für den Schutz der Bevölkerung verantwortliche Innenministerin an Sie. Ich tue dies einerseits verbunden mit dem innigen Dank für Ihr Mittragen der einschneidenden Maßnahmen und andererseits verbunden mit der eingehenden Bitte, dass wir mit gewissen Maßnahmen noch achtsamer umgehen sollten. Die vom Gesundheitsminister dargelegten Fallzahlen zeigen, dass sich die Pandemie trotz der drastisch gesetzten Maßnahmen in Liechtenstein leider noch nicht stabilisiert hat. Wir müssen deshalb heute erneut über die Verschärfung von Maßnahmen informieren. Diese machen deutlich, dass wir noch mehr unternehmen müssen, aber auch können, um die Verbreitung des Coronavirus in unserem Land zu verlangsamen. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird unser Gesundheitssystem überlastet. Ein Blick in die umliegenden Staaten zeigt, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems leider auftreten kann. Es muss unser aller Ziel sein, das zum Schutz unserer Bevölkerung zu vermeiden. Ich kann Ihnen versichern, dass wir seitens der Regierung alles daran setzen, diese Krise gemeinsam bewältigen zu können. Anhand einer Vielzahl von Maßnahmen arbeiten wir im Innenministerium daran, sicherzustellen, dass die Gesundheitsversorgung zum Schutz der Bevölkerung in dieser schwierigen Situation aufrechterhalten bleibt. Zusätzlich tragen die Behörden des Innenministeriums, allen voran das Amt für Bevölkerungsschutz, die Landespolizei und das Ausländer- und Passamt dazu bei, dass unser Sicherheitssystem und die dazugehörenden Prozesse auch unter erschwerten Bedingungen funktionieren. Sämtliche nachfolgende Informationen aus dem Innenministerium sind deshalb auch mit dem dringenden Appell an Sie verbunden, uns bei der Unterstützung dieser Maßnahmen weiterhin zu unterstützen. Die Landespolizei hat ihre Präsenz im öffentlichen Raum sowie im Grenzgebiet zu Österreich verstärkt. Wir erhalten derzeit von der Bevölkerung viele Anfragen zum Grenzübertritt nach Österreich und wir verstehen, dass es sehr persönliche Problemstellungen geben kann. Eine Ausnahme bei den Behörden Österreichs zu erwirken, ist in dieser aktuell angespannten Lage sehr komplex. Es ist im übergeordneten Gesamtinteresse darauf zu achten, das System mit Anfragen zu Ausnahmeregelungen nicht zu strapazieren. Dies, um auf jeden Fall die Grenzen für die Waren und den Pendlerverkehr, offen zu lassen. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Maßnahmen an den Landesgrenzen zu Österreich kommen wird, weil die Grenzkontrollbehörden auch an die Grenzen ihrer Ressourcen stoßen. Und deshalb bitten wir Sie nochmals inständig, die bestehenden Regelungen des Staates Österreichs in Bezug auf die Grenzübertritte nach Österreich zu befolgen. Wir werden Sie fortlaufend über allfällige weitere Änderungen informieren. Ich danke Ihnen dafür. Sie leisten damit einen Beitrag, dass wir die Grundversorgung unseres Landes für alle sichern können. Die Landespolizei ist verstärkt mit Patrouillen im öffentlichen Raum präsent und kontrolliert die Einhaltung der von der Regierung verordneten Verhaltensmaßnahmen. Wie der Gesundheitsminister bereits ausgeführt, gehört dazu neu auch das Versammlungsverbot. Das während der Feiertage beobachtete Ausflugsverhalten lässt vermuten, dass der Ernst der Lage noch nicht bei allen gleichsam angekommen ist. Denn die Landespolizei stellt immer wieder auch größere Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen fest, die sich nicht an die Vorgaben der Regierung halten. Dies vor allem in Bezug auf die Gruppengrößen
und die wichtigen Regeln in Bezug auf das Social Distancing Abstand halten. Aus diesem Grund lanciert die Landespolizei für diese Zielgruppe der Jugendlichen ab heute eine Kampagne über die sozialen Medien und gezielt die Jugendlichen auf die Notwendigkeit des verantwortungsvollen Verhaltens hinzuweisen. Mit der Kampagne Stay at Home werden über soziale Medien und auch unterstützt von vielen Jugendlichen und Influencern die Botschaften, zu Hause zu bleiben, auch gezielt an die Jugendlichen adressiert. Wir bitten angesichts der stark wachsenden Krankheitsfälle alle Generationsgruppen von jung bis alt mit allem Nachdruck, dem von den Behörden erlassenen und dringenden Empfehlungen zu folgen. Das heißt, zu Hause bleiben und das Versammlungsverbot einzuhalten. Ich danke Ihnen dafür. Sie leisten mit diesem gewiss alles andere als einfachen Verzicht einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung dieser Pandemie. Aufgrund der starken Nachfragen an temporären Arbeitskräften, aktuell gerade in der lebensmittelproduzierenden Industrie, hat das Ausländer- und Passamt eine pragmatische Lösung zur Ausstellung von Grenzgängermeldebescheinigungen gefunden. Des Weiteren hat der Bundesrat beschlossen, aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Erteilung von Schengen-Visa sowie von nationalen Visa in sämtlichen Drittstaaten vorerst grundsätzlich bis zum 15. Juni 2020 einzustellen. Diese Maßnahme hat infolge des Rahmenvertrages mit der Schweiz auch Gültigkeit für Liechtenstein und hat zur Folge, dass für Menschen aus Drittstaaten bis am 15. Juni 2020 keine Schengen-Visa mehr ausgestellt werden und die Einreise nach Liechtenstein deshalb nicht möglich ist. Zum Abschluss möchte ich vertieft auf das im Innenministerium angesiedelte Amt für Bevölkerungsschutz eingehen. Als Mitglied des Stabes bezüglich des Coronavirus 2019 unter dem Vorsitz des Gesundheitsministers Mauro Pedrazzini beschäftigt sich das Amt für Bevölkerungsschutz seit dem 3. Februar aktiv mit einer Vielzahl an Aufgaben im Sinne eines funktionierenden Krisenmanagements. Das Amt für Bevölkerungsschutz stellt eine koordinierte Zusammenarbeit mit den Führungsorganen der Gemeinden sicher. In diesem Sinne gilt es, die im Stab beschlossenen Aufträge zuhanden der Führungsorganisationen in den Gemeinden zu formulieren und die Gemeinden bei deren konzeptionellen Umsetzung zu unterstützen. Aktuell werden in diesem Zusammenhang Unterstützungsleistungen für das Gesundheitswesen vorbereitet und Hilfeleistungen für Personen, welche sich in Quarantäne oder Isolation befinden, koordiniert. Die Rettungs- und Hilfsorganisationen des Landes müssen periodisch über die Lage informiert werden, damit sie sich auf absehbare Einsätze vorbereiten können. Zum anderen ist mit Unterstützung des Amtes sicherzustellen, dass die Einsatzbereitschaft im angestammten Aufgabenbereich permanent aufrechterhalten bleibt. So muss beispielsweise die Feuerwehr auch während der Pandemie uneingeschränkt für die Brandbekämpfung zur Verfügung stehen. Zu diesem Zwecke organisiert das Amt wöchentliche Rapporte, anlässlich denen die Vertreter der Rettungs- und Hilfsorganisationen über die aktuelle Lage und mögliche Aufträge informiert werden. Die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern ist eine Schlüsselgröße bei der Bewältigung dieser Krise. Sämtliche Belange der Landesversorgung werden auf Grundlage des Zollvertrages mit der Schweiz vom Amt für Bevölkerungsschutz in Abstimmung mit der wirtschaftlichen Landesversorgung der Schweiz koordiniert. Das Funktionieren verschiedener kritischer Infrastrukturen ist gerade in einer Krise überlebenswichtig. Das Amt für Bevölkerungsschutz sensibilisiert die maßgebenden Betreiber der kritischen Infrastrukturen und unterstützt sie im Bedarfsfall bei der Konzeption und Umsetzung eines zweckdienlichen Business Continuity Management. Das bedeutet, dass auch in dieser herausfordernden Zeit alle internen Prozesse, zum Beispiel bei der Wasserversorgung, bei der Stromversorgung, bei der Telekommunikation, jederzeit sichergestellt sind.
Sowohl der Stab wie auch die politisch Verantwortlichen können ihre Entscheidungen nur auf Grundlagen eines fundierten und zudem aktuellen Lagebildes treffen. Eine funktionierende Zusammenarbeit mit der Schweiz und Österreich im Rahmen des Krisenmanagements ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Arbeit. Im Rahmen von periodischen Abspracherapporten stellt das Amt für Bevölkerungsschutz sowohl mit dem Bund wie auch mit den Nachbarkantonen das Zusammenwirken im Bereich des Bevölkerungsschutzes sicher. Analoges gilt es für die Zusammenarbeit mit dem Land Vorarlberg und der Republik Österreich. Damit das mit der Schweiz vereinbarte Hilfeleistungsabkommen im Bedarfsfall noch effektiver zum Schutz unseres Gesundheitssystems umgesetzt werden kann, wurde mit Unterstützung des Landes von der Schweizer Armee Ende letzten Jahres schon ein sogenannter Landesterritorialverbindungsstab eingesetzt. Dieser handelt im Auftrag der Armee, setzt sich aus Offizieren zusammen und unterstützt auf Antrag des Landes und des Amt für Bevölkerungsschutzes bei der Formulierung und Umsetzung allfälliger Hilfeleistungsgesuche. Da in der gegenwärtigen Krise die Beantragung von Hilfeleistungen zugunsten unseres Gesundheitswesens nicht ausgeschlossen werden können, befasst sich das Amt für Bevölkerungsschutz gemeinsam mit dem Landesterritorialverbindungsstab mit entsprechenden Eventualplanungen. Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, wir als Staat planen und führen Maßnahmen ein, um diese Pandemie zu bekämpfen. Um das zu erreichen, brauchen wir Sie. Wir brauchen alle Generationen, von den Jüngsten bis zu den Ältesten, von den Familien hin bis zu den Organisationen und bis zu jedem Einzelnen von uns. Wir sind es, die mit unseren Handlungen jederzeit den im Pflegebereich tätigen Personen den Rücken stärken können und sie mit unseren Maßnahmen indirekt unterstützen können. Die Zeiten nach der Frage, ob jetzt du oder ich, ob sie oder wir handeln müssen, sind vorbei. Es braucht uns alle und es gilt nur noch das Miteinander. Was wir alle tun und einhalten müssen, ist eine harte Bewährungsprobe für uns als Gesellschaft. Ich bitte Sie deshalb abschließend, besinnen Sie sich auf all das, was Sie zur Bekämpfung dieser Pandemie beitragen können. Mögen dabei Kraft, Energie, Glaube, Hoffnung und auch eine große Portion Geduld Ihre stetigen Begleiter sein. Besten Dank. Ja, dann nehmen wir gerne Fragen entgegen. Bitte. Inwiefern unterscheiden sich diese Maßnahmen noch jetzt von der Regelung in der Schweiz? Gibt es ein Regelungsgefälle oder wurde das angeglichen? Wir haben praktisch dieselben Maßnahmen umgesetzt wie in der Schweiz. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, manchmal waren wir einen Tag schneller als die Schweiz, manchmal waren wir einen Tag langsamer als die Schweiz, aber wir bewegen uns ungefähr im Gleichschritt mit der Schweiz. Aber wenn wir die umliegenden Länder anschauen, haben alle ungefähr dieselben Maßnahmen und dieselben Empfehlungen. Eben diese Empfehlungen gehen ja alle in dieselbe Richtung, dass man eine Ausbreitung des Virus verlangsamen möchte und dass man die Übertragung von einem Menschen zum anderen möglichst unterbinden möchte. Es gibt kleine Unterschiede, die anderen halten die Restaurants und Bars noch offen unter dem Tag, die anderen schließen sie komplett, wir gehören zu denen, die sie komplett schließen. Könnte es sein, dass bereits morgen eine neue Entscheidung getroffen wird, weil ja der Bundesrat dann allenfalls über ein Ausgangsverbot entscheidet? Also wir sind sehr nahe an einem Ausgangsverbot. Das hat auch der Bundesrat gesagt und diese Meinung teile ich vollkommen. Was wir jetzt machen, ist nahe an einem Ausgangsverbot. Und ich hoffe wirklich, dass sich die Leute daran halten. Und wenn wir dieses Versammlungsverbot, und das muss man sich schon vor Augen halten, in einer Demokratie ein Versammlungsverbot auszusprechen, ist ein Mittel, das man nicht ergreifen würde, wenn die Lage nicht so ernst wäre. Weil das schränkt Bürgerrechte ein.
Das tun wir nicht normalerweise. Das ist kein Normalzustand. Wir befinden uns in einer außerordentlichen Lage, sonst würde die Regierung nicht zu solchen Mitteln greifen. Aber eben, wir befinden uns nahe an einem Ausgangsverbot. Wir wollen dieses Mittel nicht ergreifen. Das ist eine sehr starke Einschränkung des Lebens. Die Leute mussten ja noch raus können bei diesem schönen Wetter und sie müssen auch mit dem Hund spazieren gehen können. Aber ich hoffe jetzt wirklich, dass die Leute den Ernst der Lage begreifen und sich daran halten, an dieses Versammlungsverbot und an diese Abstandsgebote. Habe ich noch eine letzte Frage, und zwar geht es um das Bau- und Industrieunternehmen. Gibt es dort bereits Regelungen oder sind solche angedacht? Die in der neuesten Verordnung hat es Regelungen drin, dass auch im Gewerbe, bei der Arbeit, diese Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Und werden sie das nicht, dann hat die Regierung Durchgriffsmöglichkeiten. Ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben gesagt, die Landespolizei verstärkt die Kontrollen. Kann sie auch Bußen erteilen? Ja, das ist möglich. Wie sieht das aus konkret? Ich habe die Höhe nicht im Kopf, aber es sind empfindliche Bußen, die verteilt werden können. Ich verweise auf die Verordnung. Ab wann gilt die Verordnung? Die gilt ab heute Mitternacht, also ab morgen, ab morgen Sonntag. Und bezüglich dem Einsatz von der Armee, gibt es da Beispiele, wann die Armee nach Liechtenstein kommen könnte und wofür? Es ist grundsätzlich so, dass wir, wie ich bereits erwähnt habe, lange vor der Pandemie aufgrund eines Abkommens, das mit der Schweiz getätigt wurde zwischen Bundesrat Ueli Maurer und damals noch dem Regierungschef Klaus Tschütscher, eine Grundlage da ist, dass wir von Liechtenstein aus einen unbewaffneten Hilfeleistungsersuch an die Armee in der Schweiz richten können. Das bedeutet, dass wir in einer außerordentlichen Lage, wie wir uns derzeit befinden, bestimmte Unterstützungsanfragen an die Armee stellen können. Das kann sein, aus den Spitalbataillons zum Beispiel Fachkräfte, die im Pflegebereich Unterstützung leisten könnten. Das kann aber auch Infrastruktur sein, wenn es zusätzliche Betten würde benötigen, kann aber auch Fahrzeuge sein für gewisse Transporte. Wichtig ist aber immer, ein Hilfeansuchen in der Schweiz würde sich immer basieren mit dem Ziel, das Gesundheitssystem zu unterstützen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen uns vergegenwärtigen. Wir befinden uns in einer außerordentlichen Lage, nicht weil wir eine Naturkatastrophe haben, eine Überschwemmung oder sonst irgendwas oder ein Erdbeben, sondern wir befinden uns in einer außerordentlichen Lage, weil wir befürchten müssen, dass unser Gesundheitswesen überlastet wird. Und entsprechend haben wir vorsorglich angesucht um Unterstützung im Bereich des Gesundheitswesens. Die Schweizer Armee verfügt über viele Fachkräfte im Bereich des Gesundheitswesens, weil das eben in einem Kriegsfall eben auch nötig wäre. Und diese wären jetzt eben auch unter Umständen nötig in Liechtenstein, um die begrenzten Ressourcen, die wir haben, auch zu unterstützen. Und das wäre unbewaffnet in jedem Fall. Ne? In jedem Fall. Vielleicht noch kurz zu den Grenzkontrollen. Sie haben angedeutet, dass da eventuell Verschärfungen eintreten können seitens Österreich. Was wäre das für eine Verschärfung? Was im Moment in der Diskussion ist, ist, dass das Grenzwachkorps sehr stark auch an Ressourcen- und Kapazitätsgrenzen kommt, mit den Kontrollen, aber auch mit den verschärften Situationen an der Grenze zu Italien. Und es könnte sein, dass es nicht zu Einschränkungen, ist uns jedenfalls nicht bekannt, infolge weiterer Regelungen kommt, sondern wenn, dann eher in Einschränkungen in Bezug auf die Örtlichkeiten und eventuell die Dauer, also zum Beispiel Nachtsperren noch von gewissen Grenzübergängen, damit man einfach den Personaleinsatz entlasten kann. Wir werden Sie, sobald wir mehr wissen, umgehend über diese Maßnahmen informieren, falls sie eintreten würden. Gibt es aktuelle Zahlen heute? Gestern waren es 37 Fälle.
Es waren 37 Fälle von Personen, die in Liechtenstein wohnhaft sind. Es sind über Nacht nochmals etwa 3 dazugekommen, aber wir machen jeweils dann gegen Abend ein Bulletin und veröffentlichen dann die Zahlen des Tages. Wir haben so, wir können jetzt permanent testen. Es ist nicht mehr so wie in den ersten Tagen, als wir einfach Batches aufgesetzt haben, sondern es ist ein durchlaufender Prozess und wir müssen einfach irgendeine Stichzeit machen, einen Redaktionsschluss sozusagen, und den machen wir in der Regel so abends um 5 oder 6 und dann lassen wir eben eine Pressemitteilung raus mit den aktuellen Zahlen. Aber wir sehen, ich muss es nochmals betonen, wir sehen eine auffällige Häufung von Personen, die in den Skiferien waren. Also ich muss nochmals alle Personen, die in den Skiferien waren oder die Kontakt hatten mit Personen, die in den Skiferien waren, aufrufen dazu, sich selbst gut zu beobachten und sich, ja, wenn sie Symptome haben, sofort bei der Hotline des Landesspitals zu melden. Und wie ich vorhin gesagt habe, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo jede Person sich so benehmen muss, wie wenn sie infiziert wäre. Also sie sollte keine Nähe zu älteren Personen suchen oder zu Personen mit Vorerkrankungen. Und wenn die Kontakte stattfinden, dann nur unter diesen Abstandsregeln und den Hygieneregeln. Eine Leserin hat uns hier eine Grafik geschickt und sie fragt, wie es kommt, dass Liechtenstein nach dem Tessin wartet und Basel die meisten Fälle pro Kopf aufweist. Ist dem so und wenn ja, warum? Ja, wir haben pro Kopf der Bevölkerung Italien überholt, aber das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir letzte Woche, Freitag vor einer Woche, das Testregime sehr stark gelockert haben. Wir haben sehr viele, wir testen auch viel mehr als andere Länder in Bezug auf die Bevölkerung. Und das ist richtig so, weil jeden, den wir erkennen und isolieren können, da können wir einige Ansteckungen vermeiden und natürlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit bremsen. Also wir haben bei uns sehr viel getestet, jetzt gerade in der letzten Woche. Und wie ich gesagt habe, gibt es Studien, die sagen, dass über 80% der Ansteckungen gar nie manifest werden. Also dass die Leute angesteckt sind, es aber selbst nicht spüren, aber trotzdem das Virus weitergeben können. Das ist eine etwas schwer, naturwissenschaftlich schwer verständliche Sache, aber epidemiologisch scheint es so zu sein. Und deshalb sage ich ja, dass man sich so benehmen muss, wie wenn man angesteckt wäre. Und es ist schon so, die Einschläge kommen näher. Jeder hat jetzt wahrscheinlich bald mal im Bekanntenkreis einen, den es erwischt hat. Ich meine, den Leuten geht es meist nicht schlecht. Die allermeisten Fälle verlaufen sehr milde. Das muss man auch sagen. Aber eben, jeder hat es dann bald im Bekanntenkreis jemanden, der positiv getestet wurde. Und da sehen wir, wie sich jetzt die Krankheit bei uns im Land verbreitet und sie muss einfach ferngehalten werden von den älteren Leuten und von den Leuten mit Vorerkrankungen, weil sich dort überproportional viele schwere Fälle entwickeln. Und man muss es leider sagen, die Prognosen für die schweren Fälle sind schlecht. Das sehen wir jetzt in Italien und im Tessin. Die Prognosen für schwere Fälle sind schlecht. Gibt es weitere? Ganz kurz, der Abstand von 2 Metern, ist der auch in der Verordnung so festgeschrieben? Oder? Es ist ein Abstand drin, aber die Empfehlung ist 2 Meter. Also, ja, die Deutschen empfehlen 1,5 Meter, die Schweizer und wir empfehlen 2 Meter. Also, aber ja, man sieht im Leben, im täglichen Leben, wie schwer es ist, diesen Abstand einzuhalten. Wir haben so ein Gefühl, wenn wir etwas mehr Abstand einhalten, dann sei es gut, aber dann sind es halt meistens, wenn es 1 Meter ist, ist es dann schon viel. Die meisten Leute begegnen sich auf weniger als 1 Meter. Also man muss wirklich an sich arbeiten, um diesen Abstand einhalten zu können. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann beende ich diese Medienkonferenz und danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.